Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Jasmin, die spielt schon vorne. Die übt sich als Indianer. Nee, üben kannst du hier nicht sagen, ey. Oh. Hast du die Tür aufgemacht? Ja, und er lag da noch. Ja, lass mal rein, den Guten. Nein. Ich glaube, ich baue das noch ein Stück breiter. Einfach nur, damit das ein bisschen stabiler ist. So, wir wollen ja den Turm noch einmal aufbauen. Ey, diese blöden Denn jeder weiß, ein gutes Buch ist erst ein gutes Buch, wenn man es so oft gelesen hat, dass man sich mit den Seiten nur noch den Hintern abwischt. So. Ein Buch ist gut. Was ist gut? Ein Buch. Ein Buch? Ja klar, ich lese viel. Memes. Ich lese viele Memes. Memes. Ist dir mal aufgefallen, dass Captain America nur einen Stern hat? Statt 50. Die amerikanische Flagge hat ja 50 Sterne. Eigentlich ist er Captain Puerto Rico. Aha. Manchmal ist schade, dass dir so das Nerd-Gen fehlt. Nee, finde ich irgendwie nicht schade. Sonst hättest du gelacht. Schade finde ich das jetzt nicht. Doch, ein bisschen aber schon, ne? Du wärst schon gern so ein bisschen mehr Sheldon Cooper. Ja, auf gar keinen Fall. Hey. Meinst du? Ja. Meinst du, 3 breit reicht als Säule, wenn ich 5 breit gehe oben? Vielleicht reicht 3 breit auch als Fläche. Ja, wir schauen mal. So. Ach, Herr, ärgerlich ist immer, dass ich das aufwerten muss noch. Ah, das, weißt du, was dumm ist? Nee. Mit Stein kann ich das nur von außen aufwerten. Innen drinne wird's Holz bleiben. Ja? Ja, weil ich habe ja keinen Stein. Ich kann ja nicht alles aufwerten. Ja. Können wir Stein... Können wir... Wie heißt denn der? Kies? Nee, Pflasterstein, ne? Pflasterstein? Pflaster... Nein. Steine. Können wir herstellen aus Lehm und Stein. Aber dann müsste ich das jetzt nochmal abreißen, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir es direkt von außen schon... Obwohl, wir können uns ja auch immer noch hochbauen und alles, ne? Ach, in dem Schuppen jetzt ein Loch. Können die da reinfallen? Das ist mein Parkplatz für mein Fahrrad. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ein Parkplatz für die Zombies. Ein Parkplatz für die Zombies. Mhm. Ah, ich hab Hunger, ich verhungere eh gleich, ey. Weißt du, was witzig ist? Nee. Ich bin weder an Hunger noch an der Infektion gestorben. Ich bin gestorben, weil ich runtergefallen bin. Lustig. Ich fand das schon recht witzig. So. Wir sollten vielleicht noch mal ein paar Bäume pflanzen, weil wir müssen ja einiges noch aufwerten, ne? Und bauen. Dass wir zumindest erstmal alles aus Holz machen. Dann hätten wir... Ja... Ja gut, aber wir müssen es ja zumindest auf Holz aufwerten. Ich hätte mich mal umbringen sollen bei dem Zombie. Ich würde dich auch gern umbringen. Was?
Ich habe noch ein paar Meter vor mir. Und was macht dein Loch? Ey, dann baust du doch voll viel. Was kriegst du, wenn du da ein Loch buddelst? Brechsand oder Lehm? Und so. Ja, Brechsand ist doch dieser helle, ne? Ja, genau. Ja, da kriege ich auch. Bei dem brauchen wir ja auch für, um Wasserkrüge herzustellen und sowas. Ja, hier kriegt man viel Steine. Das hat mich jetzt hier. Ja, meine Ausdauer ist voll für den Arsch. So. Wie viel XP brauche ich wohl, bis ich wieder Punkte vergeben kann? Hast du denn den Shitstorm mitgekriegt von der Tante, die hier die Harry Potter Bücher... Nee, hat sie die Bücher geschrieben oder das Spiel mit die Bücher geschrieben? Ich interessiere mich nicht für Harry Potter. Ja, das ist ganz groß in Medien. Hätte sein können, dass du es mitgekriegt hast. Ich interessiere mich dafür, dann lese ich sowas auch nicht. Die hat mit Transgeschlechtern so Probleme. Und jetzt gibt es darüber total den Shitstorm. Und die sagen halt alle, man soll jetzt, weil Harry Potter ist ja neues Spiel rausgekommen. Und das soll man doch boykottieren. Damit die kein Geld dafür verdient. Aha. Also irgendwie haben die Leute alle zu viel Zeit. So Langeweile, dass die sich da Probleme machen, wo es eigentlich gar keine Probleme gibt. Ich sag also ich finde, da gibt's ja echt Schlimmeres hier auf dieser Welt gerade. Also, ich sag mal, die hat, ja gut, sie steht zwar dolle im Mittelpunkt oder in der Öffentlichkeit, aber ja, grundsätzlich, wenn das jetzt ihre Meinung ist, dass sie da ein Problem mit hat, oder die hat irgendwie auch andere Probleme, die hat irgendwie Gewalt selbst erfahren und irgendwie hat sie Angst, dass die Frauen... Ja, aber du darfst halt keine andere Meinung haben als andere, die das alles toll finden. Wenn du irgendwas nicht toll findest oder so. Ja, wenn du gegen den Mainstream gehst, sag ich jetzt mal. Dann stehst du direkt in der Kritik, ja. Nicht gut findest, was andere gut finden. Du musst. Eigentlich sollen alle gleich sein hier heutzutage. Wir sind doch alle gleich. Jeder muss alle Ja und Amen sagen und alle schlucken und hinnehmen, wie es ist. Dann musst du ja nicht sagst schlucken. Sagst du deine Wahl? Sagst du, nö, hab ich keinen Bock drauf? Oder bist ein bisschen anders? Wird das negativ aufgefasst? Ja. Aber das Positive wird heutzutage nicht mehr gesehen. Du willst doch nicht sagen, dass unsere Unterschiede uns ausmachen, oder? Dir kann ich über sowas nicht. Wenn wir alle Mitläufer wären, wäre das Leben viel leichter. Mhm. Weil dann würden ja alle am gleichen Strang ziehen. Alle würden gemeinsam. Wären alle genau gleich dumm. Und keiner würde merken, wie dumm die sind. Wenn der Weg uns eine Klippe runterführt, würden wir alle gemeinsam springen zumindest. Ja, weil alle dumm sind. Und dann sind ja alle dumm. Ich würde nicht sagen dumm. Ich finde irgendwie, man ist ziemlich... Auch beim Thema Toleranz, dass alles toleriert werden muss, ist man sehr intolerant, finde ich irgendwie. Und dumm. Ich finde, das ist so eine leichte Doppelmoral. Grundsätzlich. Ich bin aufgezwungen. So, die andere Meinung von anderen wird immer aufgezwungen. Wenn du eine andere Meinung hast, nein, das ist so aber nicht. Ja. Ich habe immer die Gegenmeinung zum Mainstream. Wenn alle sagen, der Himmel ist blau, dann sag ich, der ist grün. Nein, lila. So. Hast ja wohl gar keine Ahnung, ey. Hab ich auch nicht. Ich weiß. Brauch mehr Rahmenform. Das weiß ich. Ja, ist schon spannend, was so auf der Welt passiert. Spannend finde ich das nicht unbedingt. Ich finde es irgendwie witzig, über was sich so Leute alles aufregen. Ich meine, grundsätzlich, Sachen, wo du dass denkst, dass sie das gesagt hat, ne? Oder dass die prominent ist,
redet doch einfach alle nicht über die, dann hat die auch keinen prominenten Status. Das meint, die raffen ja das doch nicht. Man gibt da ja auch irgendwie eine Bühne und Aufmerksamkeit, indem man sich darüber so aufregt. Ja. Ob man jetzt mit dem drüber im Aufregen im Recht ist oder nicht, ist ja jetzt die eine Sache, aber man gibt ihr halt die Bühne, die sie gerne hätte, ne? Das ist ja wie mit Gesichtsbuch. Warte da mal. Da diskutieren wir. Wie heißt denn dieser komische Balken, den ich gebaut habe? Weißt du es noch? Nee. Balken? Da diskutieren die auch und da kommentieren so viele Leute unter Sachen, wo ich denke, boah, geht doch gar nicht drauf ein, dann kriegt er auch gar nicht diese Aufmerksamkeit. Doch. Ich finde das... Nee, da muss man schon drauf eingehen, Jasmin. Ja. Ich weiß nicht, ey. Ich glaube, das war der. Katastrophe! Verdammt! Ich bin einmal zu weit. So? Verdammt! Verdammt! Verdammt seist du! Du und deine Sippschaft! Komm ich da rüber? Okay, das war noch im Rahmen des Möglichen. Lass mich einfach gleich wieder drauf gehen und dann halt wieder alles voll. Ich sag mal, grundsätzlich könnte man meinen, dass die Mechanik dafür ausgelegt ist, ne? Was? Ne, ich sag mal, wenn du stirbst, ich wüsste jetzt nicht, also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass du beim Tod irgendeinen Nachteil hast in Form von, dass du XP verlierst oder, weißt du, dass... Ne, selbst wenn, aber was soll ich machen, wenn ich nichts zu essen hab? Hä, unten die Kiste ist doch voll. Ja, und? Da isst du zwei Sachen, hast du wieder Hunger. Wobei ich bin der Meinung, ich hatte mehr Leben und mehr Ausdauer, bevor ich gestorben bin. War ich da nicht bei 124 oder so? Klar, ich war bei über 120. Doch, man verliert doch was. Schau mal einer an. Da sind wir wieder bei den negativen Menschen. Ich... Mir egal. Schau mal einer an. dann hatte ich den noch einmal... Da und einmal hier, I guess. Was, I guess? Ja, schätze ich, damit die da rüber hüpfen müssen und dann vielleicht möglicherweise hoffentlich runterfallen. Und darunter musst du ein Loch machen. Ja, er sagte ja, die haben ein Loch gebuddelt am Bunker und die Zombies sind mit Fallschaden gestorben. Ich weiß nicht, ob die Zombies... Er hat ja auch geschrieben, er hat das vor 6 Jahren ungefähr geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie die Mechanik so abgeändert haben, dass die Zombies vielleicht gar keinen Fallschaden mehr entwickeln. Kann man hier nicht Glasscherben reinschmeißen? Ins Loch? Ich weiß nicht, ob so ein Untoter sich mit Glasscherben aufhalten lässt. Mir doch egal. Mir doch egal. Wenn ich das will, ich mach das trotzdem. Ja, richtig. Versuch es wert. Wert? Versuch nach klug. Oder tot. Na, egal. Versuch mal vom Hochhaus zu springen. Entweder bist du danach intelligenter. Wahrscheinlich. Wahr oder scheinlich? Och, nö, ey. Oh, das könnte jetzt aber beim Abbauen hier auch noch eine Weile Zeit in Anspruch nehmen. Schade, dass ich keinen guten Helfer habe, der hier irgendwie das Holz abbauen würde. In der Zeit, wo ich die Treppe baue. Ich kann ja wohl ein Loch buddeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kannst. Ja, nix darf ich hier. Ey. So ein Scheißspiel, nix darf ich. Was mache ich hier überhaupt? Du kannst auch dein Loch buddeln. Mach ich auch. Was, du buddelst? Ja, sicher. Dass du kein schlechtes... Ich hab eh keine Ausdauer. Dass du kein schlechtes Gewissen kriegst. Ich hab ja nicht mal eins.
Da ist was dran. Da und an dem komischen Abszess, das ich am Bein habe. Was? Das ist mir neu. Das ist mir neu. Ich muss das hier noch wesentlich breiter wegnehmen, weil die sonst hier auf die Plattform fallen. Ja, mach doch. Aber die Frage ist, wie weit würden die fallen? Wie weit willst du gehen? Oder springen vielleicht? Springen vielleicht. Sollte man hier vielleicht wegnehmen? Sollte man hier vielleicht wegnehmen? Solltest mal zum Zahnarzt, Jasmin. Ja, bald. Bist du am 23. gleich mit Kröte. Da hast du einen Zahnarzttermin. Mhm. Schön, dass du mich gefragt hast, ob du das darfst. Vielleicht mag ich ja dein Karies. Vielleicht habe ich mich dran gewöhnt. Du kannst mir nicht einfach meine Gewohnheit wegnehmen. Wegnehmen. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Ja. Hilfe, Sol, Hilfe. Da denkst du, der Alten fallen bald die Zähne aus, nix, da geht sie zum Zahnarzt, alles neu. Boah, könnte ich gar nicht, ey. Kaputte Zähne? Mhm. Du kannst tatsächlich, es gibt Leute, die entwickeln ein bestimmtes Hormon nicht und dann fallen die Zähne von alleine raus. Ich weiß, hey. Wir können dagegen auch nichts machen. Willst du mir das eigentlich noch erzählen? Jedes Mal, wenn wir das Thema Zähne haben. Ich hatte mal einen Klassenkamerad, der hatte das. Ja. Genau. Und die Geschichte, die habe ich schon mehrfach gehört. Ja. Ende vom Lied. Immer schön auf die Zähne aufpassen. Ich weiß nicht, er hat gesagt, das ist ganz praktisch mit dem Gebiss. Hat er wirklich gesagt? Warum denn? Ja, weil die Reinigung so einfach ist. Rein in eine Waschmaschine und fertig. Oh, ich komme hier kaum noch raus. Ich glaube, das ist tief genug. Ich müsste jetzt eigentlich über dir eine Decke bauen. In die bauen. Waschmaschine? Ja, Geschirrspüler oder was weiß ich. Pack's ja. Nee, der hat die in die Spülmaschine gepackt. Nein, du packst die doch in so ein Glas rein. In so einen Behälter mit so einer Lauge. Kommt eine Lauge. Stell mir das gerade vor, so bist du zu Hause, willst die Geschirrspülmaschine ausräumen, erstmal das Gebiss raus, kommt mit zu den Tassen. Ich kill mich jetzt. Warum passiert mir nichts, wenn ich in diese Stacheldinger laufe? Lauf mal in die Stacheldinger vor dem, wo ich die Treppe hinbaue, weil die müssen ja eh weg. Wo baust du denn die Treppe hin? Ja, Hallo? Du musst rausgehen. Und dann vor der Säule quasi, da kannst du in die Stacheln laufen. Dann gehen die schon mal kaputt. Hat nicht lange gedauert. Bin schon tot. Jatze ist dem Spiel beigetreten. Ich bin erstmal abgetreten. Ist gestorben. Jatze ist gestorben. Ja, ich sehe das auch immer voll spät erst. Nee, bei mir war das schon angezeigt. Ich habe nur voll spät gelesen. Ich bin halt keiner von der schnellen Sorte, ja. Bin ich wieder ready. Ready to rampo. Ja. Geh runter. Jetzt ist oh nein! Oh, ich bin so. Ey, ich bin so blöd. Und ab mach in das wieder heile, du hast es kaputt gemacht. Nein, mein Rucksack und da kommen Zombies, ich hab nix. Mach die tot! Ich würde dir helfen, aber ich habe keine Ausdauer. Ich muss sie die ganze Zeit alleine bist hacken. Bist du doof? Ja, lauf mal rein, du Affe. Lauf mal da in das da rein. Ja, da genau. Ja, geht mal da rein. Genau, lock die zu dem komischen Dings, wo die weg müssen. Ja, mach ich doch gerade. Sehr gut. Aber er klopft gegen die Tür. Hau ab. Ja, da liegt schon mal eine Tote. Ja, komm du auch noch mal, Uschbert. Deine Zwillingsschwester liegt da schon. Ja, guck mich nicht so an, mach mal jetzt, komm.
Die hängt fest. Jo, jo, genau da, wo mein Rucksack ist. Thank you. Ich würde sagen, und wir... Und jetzt du noch. Wir Karl lassen... Heinz, hör mal auf hier. Ich würde sagen... Hallo. Oh, kommen viele jetzt. Scheiße, ich hol jetzt mal Rucksack. No risk, no fun. Ich helfe dir. Ich würde sagen, nur meinen Rucksack. Wir lassen die Säulen stehen und nehmen nur diese Plattform noch weg. Tschüss, ich muss rein. Da kommen ganz viele Zombies. Lass mich rein, lass mich rein. Da kommen voll viele Zombies. Haben wir Blutmund? Nee, ne? Nee. Warum kommen denn so viele Zombies? Schatz, ich bin überfordert. Ich krieg da Panik. Ich kann denn, weiß denn nicht mehr, wie ich spielen soll. Hä, wo denn? Ich drück. Hä, rechts? Hä, wo sind die jetzt hin? Da hinten waren noch eben voll viele Zombies. Ich hab sogar himmlische Musik. Hä, da waren eben voll viele Zombies. Bin ich doof oder was? Ja, aber was hast du gesehen? willst du hier noch die restlichen... ich habe einmal eine Trennlinie gezogen. Würdest du den Rest noch einmal wegnehmen? Ich habe für eine Trennlinie? Ich habe hier, habe ich einmal so einen Schlitz gemacht. Und alles vor dem Schlitz hier einmal wegnehmen? Würdest Wie soll ich das weg? Mit der Axt? Weghauen? Ja. Nein, nicht hier unten. Oben. Hä, wo oben? Na hier, die Stangen und das. Hä? Das da? Hier, da oben. Ja, da oben, hier. Da, wo wir drauf waren. Die Rillen oben. Ja. Guckst du nach oben? Ja, ja du auch? Hä, guck noch mal nach oben. Nee, du guckst normal. Ja, guck du mal nach oben. Mach ich doch, Alter. Ach so, weil du die ganze Zeit geradeaus guckst bei mir. Ja, du auch. Deswegen dachte ich, soll da die Dings kaputt kloppen. Ach so? Nee, so war das nicht gemeint. Ja, Karl-Heinz, kann ich... Also diese hier, die du so mühsam und die ich mühsam mit meinem Holz aufgewertet habe. Ich habe keinen Reparatur... Hier oder was? Ja, genau, wo wir denn quasi unsere Rohstoffe und Ressourcen verschwendet haben. Aber nur hier die, jetzt? Ja, aber nur die Plattform, die Säulen stehen lassen. Weil da haben sie ja letztes Mal gegengekloppt, dann können die das abbauen. Oh, wir haben keine Reparaturkits mehr. Ja, genau. Danke, Patrick, du Arschkrampe. Ich hab's nicht gesehen. Was soll denn das? Warum machst du das denn? Hä, was hast du gemacht? Ich komm gleich rüber ins Wohnzimmer und hau dir richtig was an die Löffel. Nein, ich meine, was hast du gemacht? Wieso ist das alles runter? Also, weil das nicht mehr gehalten hat, weil ich da drauf stand? Wahrscheinlich, so wie es aussah? Das ist ja genial. Nee, finde ich nicht, weil ich nur noch 7% Lehm hab. Hätte ich das ja auch selber machen können, ne? Naja, hätte Fahrradkette. Klebeband und... Haben wir noch geschmiedet? Und dann sagst du, ich bin kein Teammate. Das war ja jetzt wohl auch Link. Ich wusste noch nicht, dass du da runterfällst. Ein Klebeband nur. Das heißt, da muss ich gleich noch welche herstellen. Ja, für deinen Mund. Haben wir kein geschmiedetes Eisen mehr? Wenn du keins findest, würde ich sagen, nein. Dich nicht welches hergestellt? Ja, habe ich das vielleicht für die Tür genommen? Ach, das ist komplett draufgegangen? Ich habe doch gesagt, 10 für eine Tür. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass das geschmiedete Eisen deswegen komplett drauf geht. Hä? Komplett ist es ja auch nicht draufgegangen. Ja, aber ist ja auch nichts mehr über. Wir hatten doch nicht viel davon. Der macht mich jetzt schon wieder, jetzt geht's schon wieder los, dass ich langsam gereizt werde hier, ey. Wieso? Ich habe doch nur gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass die alle dafür draufgehen. Wenn ich wegen dir krank bin. Boah, Jakob, ey. Wieso bist du wegen mir krank? Weil ich in die Dinger gefallen bin. Ist das Holz? In deinem Kopf, ja.
Hey, du hast doch hier in der Schmiede noch... Ach, du machst gerade. Ich mach gerade, ja. Ja, ist ja gut, Alten. Alten verwalten. Oh, mir fehlt Ausdauer. So, ich gehe jetzt Holz hacken. Tschüss. Kannst du die Müllhaufen noch hacken? Nein. Ich mach für dich gar nichts mehr. Aber die bringen auch Holz und die müssen da weg. Das sieht ja aus wie mach mal. Bei RTL in der Fernsehsendung, da das Grundstück. Ja. Mach mal. Ich habe mein Leben hier oft genug für dich geopfert. Das finde ich nicht, das sehe ich anders. Oh. Alter! Bist du verrückt? Weil? Ich hab grad gedacht, hier stürzt schon wieder alles ein, was ich gebaut habe, weil ich da drunter gerade ein Loch buddel. Ja, kann passieren. Und da kommt ja schon wieder einer. Also jetzt kommen aber immer mehr hier, ne? Vielleicht liegt das an unserem Level. Ich denke auch, da ist schon wieder einer. Kann ich nicht mal in Ruhe Holz hacken hier. Holz hacken. Karl, kennst du mich nicht mehr? Holzfäller Michel. Harry. Yo, ich häng hier irgendwo. Alter, der scheiß Baum. Ach ja, geil. Ich bin eh gleich wieder tot, weil ich nur noch 3% hab. Geil, weil ich in dieses blöde Ding reingefallen bin. Ah, da kommt doch noch einer. Wo denn? Oh, auch im Baum. Oh, du machst das gut. Ja hier die ihn. Zwillinge wieder. Gib ihn, Schwester. Yo, Alter. Ich verfluche ihn, ey. Ja, wo er frisst den Rasen. Er ist ja auch gut. Ist das eine Kuh? Oh Mann, scheiße. Ich wollte doch nur ein Rohr Holz hacken. Ja, jetzt ist er bestimmt bei meinem Rucksack, ne? Ja, ich habe ihn gerade weggemacht. Aha, hast du auch mal was für mich? Ich mach den anderen auch kurz weg. Ja, kommen voll viele jetzt. Du bist durstig. Habe ich trinken dabei? Nee. Ja, da müssen wir jetzt durch. Oh, ein Rucksack. Ich loot den, okay? Ich hau hier eine. Aber den habe ich gefunden. Oh. Ach ja? Das kriegst du... Oh, jetzt ist er weg. So, nächster Baum. Jo, gleich kaputt gegangen. Jasmin. Ja? Jasmin. Was? Deine Axt ist kaputt gegangen. Ja. Ich weiß. Na, ob das so hält, was du da baust, ey. Na klar. Na genau, wenn die da unten die Dinger kaputt machen, das ist ja die Stütze, dann kracht alles zusammen. Jasmin, bitte. 100%, ey. Bitte. Das ist deutsche Ingenieurskunst, ja? Deswegen sag ich ja, dann kracht alles zusammen. Da kann nichts zusammenkrachen. Also bitte. Danke. Herrgott, noch eins. Oh, ich muss gleich einmal was trinken gehen. Wie weit komme ich da wohl raus, wenn ich von da oben die Treppe hier runtersetze? So ein Laser wäre jetzt gut, ne? Zum Anpeilen. Pass doch auf! Das ist voll in unser Grundstück gefallen! Ja, das kracht eh da zusammen, was du da baust. Ich habe dir schon mal gesagt, das ist deutsche Ingenieurskunst. Hast du eigentlich schon wieder neu aufgenommen jetzt? Ja. Aufnahme läuft. Wir haben noch eine Stunde. Boah. Ich muss gleich einmal was trinken gehen. Es nützt ja alles nichts. Mach das.
Wieso nehme ich eigentlich die blöde Axt? Ich habe doch diesen Clownhammer, dann haue ich nur zweimal drauf. Mhm. Ich bin ein Held, wie er im Buche steht. Oh. Nenn mich Robin Spuck. So. So. Jetzt muss ich erstmal die wieder reparieren, die wieder reparieren. Schalten wir erstmal aus. Das kommt erstmal da wieder rein. Den nehme ich an mich. Das heißt erstmal den nehme ich auch an mich. Dann machen wir einmal Reparaturkits. Was fehlt mir jetzt? Ach, Klebeband, nicht Kleber. Klebeband, ja, da brauchen wir auch mal was von. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kann ich nämlich mal dieses Messer da machen? Klebeband wollte ich ja, ne? Meinst du das Knochenmesser? Hm. Du brauchst fürs Knochenmesser. Ja. Fürs Knochenmesser brauchst du kein Klebeband. Das Jagdmesser. Ein anderes. Ja. Zwei Klebeband brauchen wir dafür. Musik wird schon mehr gruselig. So, machen wir erst mal das. Gehen darüber. So, Kleber. Kleber am Feuer machen wir mit trübem Wasser und Knochen. Haben wir noch trübes Wasser? Nee, ne? Warte. Nee. Wusste ich ja nicht, dass das für irgendwas gut sein soll. Ja, ich hole nachher noch einmal Wasser. So, ich mache auch noch ein paar Wasserkrüge, dann können wir Wasser holen und aus dem Wasser machen wir dann Kleber und mit dem Klebeband und Lumpen können wir uns dann Dingens machen. Dingens, aha. Das Messer. Also Klebeband und dann das Messer. Also Dingens meinst du? Genau, das Dingens. Hm. Seitdem ich Dings und Bums kenne, kann ich alles erklären. Dings und Bums. Dings und Bums. Das geht schneller. Wo treibst du dich rum? Was machst du? Ich sammle Lehmboden, ich auch. Holz. Du bist hungrig. Ich weiß nicht, ob ich mich erstmal hochbauen soll. Ich weiß nicht, wie weit ich vorkomme. Was? Ach, ich war nur gerade so fasziniert, wenn er so schwungvoll und voller Elan die Schaufel schwingt, wie wenig das eigentlich bringt. Hm. Außer, dass die Ausdauer fehlt. Hm. So, hier noch ein bisschen. So, und
Jasmin. Ja? Du kleiner Schlingel. Holzfäller Inge. Holzfäller. Holzfäller Inge. Inge Boech. So, du bist gerade unterwegs als Holzfäller innen, ja? Hör auf damit. Was? Das hört sich an, als hättest du einen Sprachfehler, ehrlich. Sprachfehler innen. Das passt so richtig zu dieser Situation heutzutage. Also das ist... Nee. Ja, das ist doch nicht normal, ey. Oh, ich glaube, ein bisschen muss ich noch raus. Ein bisschen muss ich noch aus mir rauskommen, Jasmin. Da ist weil die Spannung ist noch nicht da. Ich muss nur ein bisschen aus mir rauskommen. Sag Spannung, irgendwas. Ey. Irgendwas Gläubiges. Ich kenne nichts Gläubiges. Da bist du bei mir aber falsch, du. Aber nicht gläubig fluchen, ne? An den gläubig fluchen nicht. Die fluchen doch nicht. Hä? Du kannst doch oh mein Gott sagen. Ach. Ist doch dann gläubig geflucht? Jesus, ey. Lass den Sohn Gottes aus dem Spiel. Ja, siehste. Jesus hat damit nichts zu tun, Jasmin. So. Aha. Ah, siehste, hier kann man schon wieder alles einsammeln. Was ist denn alles? Die Müllsäcke und so. Ah, ist der Loot Respawn? Ich weiß nicht, sieht so aus, ne? Am Hafen auch? Weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgefragt. Kannst du da mal anrufen und mal nachfragen? Warte mal. Nö. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich meine Treppe in zu großen Dimensionen baue. Ich hab dir gesagt, das, was du da machst, haut nicht hin, aber du weißt ja alles besser. Na, endlich siehst du zumindest das ein. Was, dass du mal alles besser weißt? Ja. Oder wissen willst? Nee, dass ich alles besser weiß. Endlich krieg ich mal Bestätigung hier. Sie haben mich jahrelang für verrückt erklärt, Jasmin. Jahrelang. Doch verrückt. Aber endlich... Hat sich auch nichts dran geändert. Endlich kommt die Einsicht. Ach, ich habe schon wieder die falsche Ecke gebuddelt hier. Du kriegst die Tür nicht zu. Das Einzige, was hier klappt, ist die Tür. Jetzt muss ich hier auch nochmal einen wegnehmen. Aber vorher... Sonst sieht das ja doof aus, ne? Falscher Hammer. So. Ich denke, das könnte schon reichen, aber die Laterne muss denn hier weg. Die ist im Weg wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, wenn das innere Holz ist und außen ist Stein, ist trotzdem cool. Ey, ja, cool oder hält? Ja, dass das, gut ist. Ja, gut oder perfekt? Ja, es ist grandios, Jasmin. Es ist grandios. Na denn? Ja. Bin ich gespannt. Die Welt hat noch nie was Eleganteres und Besseres gesehen. Jetzt hau aber auf für Kacke. Ich bin dabei. Also ich gehe stark davon aus, dass wir mehr Holz brauchen. Alleine für meine Treppe. Har.
gibt aber gut XP, wenn du baust, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich darf ja nie was bauen. Na klar darfst du. Soll ja denn immer Holz holen. Und wieder Holz holen. Oh ja, ich habe keinen Rahmen vor mehr. Wir bräuchten dringend mehr Holz. Alter. Aber hier ist ein Nest leer. 22 kann ich noch setzen. Ja. Ich kann ja auch nichts dafür. Holz ist teuer, Jasmin. Wenn ich dir dein Traumschloss bauen soll, ja? Dein Castle of Law. Huch. Ich hab kein Holz. Oh, ich hab kein Holz. Kann ich aber gar nicht aufwerten. Ich müsste, glaube ich, noch einen Punkt haben, den ich vergeben kann, ne? Aha. Aber ich bin mir schon... Dann gib mal deinen Punkt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich Chefkoch lernen will, um besseres Essen zu machen. Oder ob ich den vielleicht in Loot oder sowas reinsetzen sollte. Oder so holzfällermäßig, so, damit ich da mehr Holz aus dem Baum kriege vielleicht. Gibt es sowas? Keine Ahnung, muss ich gucken. Gibt es so etwas? Du fragst mich. Bist du der Meinung, es könnte so etwas hier geben? Bestimmt. Bergarbeiter. Hol das meiste aus deinen Bergbautätigkeiten heraus, indem du durch erhöhte Werkzeuge, Steine und Bäume schneller aus dem Weg räumst. Irgendwo muss man anfangen. Fertige Werkzeuge von Qualität 2 erhöht den Werkzeugschaden 10%, den Blockschaden um 30% mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln, Kettensägen oder Erdbohrern. Kettensägen oder Erdbohrern. Ersatzweise wäre ich jetzt auf, den habe ich ja gemacht, vom Landleben, ne? Du kannst Samen. Ich habe ja 2 Punkte. Ich habe einmal vom Landleben jetzt gelernt. Mhm. Kampfhänker, besser verhandeln, der wagemutige Abenteurer. Jeden Tag dann. Questbelohnung. Hm. Das ist alles hier so. Schwammig. Ja. Intelligenz Level 4. Robotikgeschütztürm. Und wo lerne ich die zu bauen? Donnerbüchse habe ich jetzt einmal gemacht. Prügelpeter. Donnerbüchse. Donnerbüchse. Ah, da muss ich aber die Attribut Stärke auch leveln. Sexueller Tyrannosaurus. Ja, das habe ich noch nicht verstanden, was das bedeuten soll. Pack-Esel. Level 2. Chefkoch. Level 3. Dann müsste ich Stärke. Ja, aber ich baue halt nur schneller ab, ne? Ist das so weg oder was? Tja, das ist jetzt die Frage. Leckere, herzhafte Mahlzeiten, die dich tagelang satt machen, wie bei Oma. Fertiges Steak mit Kartoffeln, Wildbret-Eintopf, Gemüse-Eintopf, Blaubeerkuchen und ein paar Kürbisgerichte. Koche 20% schneller. Level 3. Stärke, ne? Stärke Level 3. Ja. So, ist gebongt, habe ich gekauft. Gekauft, hat er. Habe ich gekauft. So, ich kann jetzt hier gerade nichts mehr machen.
Oder? Ja, komm. Zumindest die Ecke noch. Und aufwerten. Jasmin? Ja. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir haben ordentlich Holz vor der Hütte. Ja. Oh ja. Nice. Schade, hier war ein Huhn, aber irgendwie. Das sieht schon richtig professionell aus. Was ist das denn? Ein Konstrukt der Schande. Ein Wildschwein! Ne. Jo! Wo? 100%! Da. Scheiße. Meinst du, der vermobbt dich? Ich habe keine Pfeile. Kann jetzt auch keine machen. Der vermobbt mich! Der vermobbt mich wirklich! Wo, wie weit bist du weg? 320 Meter, das schaffe ich nicht. Ich hab's geschafft. Ist tot? Ja. Ich hab das Messer auch. Knochenmesser? Ja. Oder Jagdmesser? Also was wir noch machen müssen, ist, wenn wir die Bude weiter ausbauen, ein bisschen aufs Aussehen achten. Das sieht gerade irgendwie ein bisschen... So. Woo! Reden wir nicht drüber. Mein erstes Wildschwein, Junge! 28 Fleisch! Und Klauenhammer in der Hand. Das ist aufregend. Okay. Ich hab schwitzige Hände. So, das war's wieder mit einer weiteren Folge 7 Days to Die. Schon wieder vorbei? Schon wieder vorbei. Wir sind schon bei 48 Minuten wieder. Ich habe ein kaputtes Bein und viel Knie. Zu lange. Also die Folgen, und ich bin infiziert. Ich muss echt mehr darauf achten, dass ich halbe Stunden mache. Wir sind wieder bei 48 Minuten angekommen. Morgen geht's weiter. Wir werden... Ja, werden wir bauen oder werden wir looten? Gehen wir morgen looten? Gehen wir morgen looten? Bestimmt. Dann gehen wir morgen looten und nachts bauen wir wieder weiter. So, schaltet wieder ein. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.